Hallo zusammen und willkommen zurück bei Whisky Space. Da sind wir zu Hause. Und ich habe heute für euch, oh Gott, die Sonne, die blendet ein bisschen, da, mal wieder einen Artback von der Insel Islay. Da war ich, vor ein paar Videos war ich da erst und hatte den Elements of Islay, aber Artback hatte ich schon länger nicht mehr. Deshalb wollte ich euch heute den Artback vorstellen. Und zwar ist ja hier der Kollege. Artback habe ich jetzt eigentlich fast alles durch, die Core Range. Ich glaube, der einzige, der noch fehlt, ist der Artback Cory Reckon. Ansonsten, ich hatte den Wee Beastie, den 10er, den Ugidal und den Committee Release, den 8er for Discussion. Ich blende euch das alles oben mal ein. Und jetzt kommt eben der NO. Der fehlt noch. Und eben der Cory Reckon. Den muss ich mir unbedingt nochmal holen. Und dann werde ich ihn euch auch noch zeigen. So. Artback. Ja, kennt ja, glaube ich, jeder von euch. Gegründet 1815. Wie auch Laphroaig wurde auch 1815 gegründet. Lagavulin 1816. Genau. Ein Jahr später, war ja vorher eine, ja, Schwarzbrennerei, kann man sagen, aber offiziell dann gegründet 1815. Gehört mittlerweile zum Großkonzern Louis Vuitton Moët Hennessy. Ist eine Destille, die ja manche sehr, sehr schätzen und andere machen da nicht mehr mit, gerade bei diesem ganzen Marketing-Hype. Verstehe ich. Wie gesagt, ich habe da noch einmal bei dem Achter, bei dem For Discussion mitgemacht und der war wirklich gut und der war auch nicht ganz so teuer. Aber diese extremen Preise, die jetzt da aufgerufen werden, ich glaube, der letzte war Artcore oder sowas und auch wieder über weit über 100 Euro und war dann auch nicht so besonders. Da mache ich auch nicht mit. Aber die Core Range von Artbeck, die ist wirklich super. Ich finde das Flaschendesign. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Es hat halt so ein, ja, Alleinstellungsmerkmal, finde ich. Und es macht was her. Also muss man eindeutig sagen. Und jeder, der was anderes sagt, der lügt, finde ich. So, machen wir den An-O mal auf. Artback färbt ja nicht, zum Glück. Im Gegenteil zu anderen Brennereien der Südküste, wir wissen ja, dass Laphroaig und Lagavulin leider färben. Artback tut das nicht, was ich sehr, sehr cool finde. Jetzt schenken wir den erstmal hier ein, lassen den ein bisschen atmen, den Freund. Ja, also mir hat fast jeder der Core Range bis jetzt geschmeckt. Der Wee Beastie, der hatte 5 Jahre, der war lecker. Der Ugidal ist sowieso mein absoluter Favorit. Der steht über allem bei Artback, bei mir. Und auch das Committee Release. Der Achter war sehr lecker und ich fand ihn sogar besser als den Zehner. Ich finde bis jetzt den Zehner eigentlich mit am schwächsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich persönlich. Der NO. Der hatte jetzt eine Reifung, habe ich sogar mal nachgelesen. Am Anfang wusste man es gar nicht. Der hatte eine Reifung in Ex-Bourbon-Fässern, dann frisch ausgebrannten Virgin Oaks und PX-Sherry-Fässer. Wie da der Anteil oder so war, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich den jetzt auch schon länger nicht mehr im Glas und deswegen habe ich mir gedacht, den mache ich jetzt mal im Video. Die Lagbildung ist schon mal sehr überragend. Farbe ist ein, ja, schöner Goldton, würde ich jetzt mal sagen. Normal. Nicht zu dunkel, nicht zu hell. Was die rauchigen Whiskys allgemein angeht, Insel Islay, bin ich ja schon immer ein Fan von Artbeck gewesen. Also wer meine Videos kennt, der weiß das auch. Also die meisten Videos sind über Artbeck. Und danach kommt Laphroaig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die zwei, die sind für mich das A und O, was Islay angeht. Aber ich würde sagen, wir halten jetzt einfach mal die Nase rein in den Anau
Und wenn ihr nicht wisst, wo Artbeck liegt, Artbeck ist die Eiler Südküste, liegt aber noch nördlich. Danach kommt gleich Laggavulin und danach kommt Lafroig und danach Port Ellen. Aber schaut euch mal meine Playlists auch über Artbeck, da habe ich noch viel mehr Details etc. Also schaut euch das mal an. Aber jetzt sind wir beim Anno und schauen mal, was der so kann. Rauch, klar. Maritime Luft, Meeresluft, Salzigkeit. Und der Rauch ist eher so dieser aschige Rauch. Oder wenn man jetzt einen Aschenbecher oder so und man riecht da rein. So ähnlich ist das im Moment. Ich habe da jetzt weniger, was ich auch bei Artbeck habe, eben dieses Bacon, Schinken, habe ich jetzt nicht so stark. Das ist mehr so richtig aschig. Ja, richtig dreckig. Dann kommt jetzt die Süße. Das ist so eine Vanillenote, die ist schön, wenn man hinter den Rauch kommt. Die Eiche auf jeden Fall ist auch da. Alter, wissen wir nichts über den Anau. Ich würde jetzt mal tippen. Also seine 10 Jahre wird er schon haben, denke ich schon. Und vielleicht sowas leicht Rosiniges, vielleicht vom PX, habe ich schon auch da, aber nicht viel. Wenn mich jetzt einer fragen würde, würde ich sagen, dass vielleicht 80% Ex-Bourbon, 10% PX und 10%, na wohl. Ja, vielleicht 70% Ex-Bourbon, 20% Virgin Oak und dann 10% PX. Aber es ist eine schöne Kombination, ich mag das sehr. Ich habe auch so diese Gischt, dieses. Jetzt kommt auch ein bisschen. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt. Wenn ich zu meiner Mom rausfahre, da gibt es manchmal so einen Stand, da haben sie immer so Makrelen oder so Bratheringe. Und da riecht es auch so. Das habe ich gerade auch so. Gebratener Hering, bisschen Fisch, Meer. Also wenn man auf Eiler steht, kann man den eigentlich nur mögen. Okay, dann probieren wir mal Slanjiva. Sehr cremig im Mund. Das ist die Vanille, du hast diesen aschigen Rauch, Salzigkeit, diesen Brathering, wo ich vorhin gesagt habe, aber auch ein bisschen mit Honig drüber. Oder irgendwas Süßes, vielleicht auch so ein Ahornsirup. Ich habe sogar ein ganz klein bisschen diese Rosinen auch. Die Würze vom Fass. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch gesagt habe, wie viel Prozent der hat. Der hat 46,6 Volumenprozente. Stehen dem super gut. Der bräuchte nicht mehr und nicht weniger. Echt lecker. Und am Ende bleibt dieser Aschenbecher, dieses rußige, dieser kalte Rauch. Also, man hat jetzt weniger hier diesen Speck, diesen Bacon vom Artback normalerweise. Hier bist du eher auf dieser fischigen Seite, Brathering oder Makrele.
mit ein bisschen Honig, Ahornsirup, Rosinen dabei, die Eichenwürze, ein bisschen pfeffrig, Salz vom Meer, diese Meeresluft. Sehr schön. Also, wenn ich ihn jetzt einordnen würde, dann wäre er also der beste bis jetzt bei mir Ugidal. Dann war der Artback 8 for Discussion. Dann der Wee Beastie, dann der 10. Dann würde ich den so an dritter Stelle einordnen. Doch, also so. Die streiten sich ein bisschen um Platz 2 und 3, der Artback 8 for Discussion und der. Aber er ist ein toller Artback und wer Artback mag, kauft ihn euch. Preislich, sage ich gleich. Jetzt muss ich erst noch einen Schluck nehmen. Ah, nee, es kommt jetzt noch. Das habe ich auch immer bei Artback oft. Kalte Asche. Diese Makrele. Die rosinige Süße. Vanille habe ich jetzt auch. So was Mentholiges. Und dieser Aschenbecher bleibt am Schluss. Also, wer rauchige Whiskys mag, wird den auch mögen. Preislich liegt er bei knapp 50 Euro. Circa ist er allemal wert. Ist ein super Teil. Wer jetzt nicht der komplette Artback-Hasser ist und Rauch mag, nehmt euch den mal mit. Ist ein super Teil. Also, ich mag den. Bewertung würde ich jetzt auch eine 2 plus geben, so eine 88, 89, weil er das absolut wert ist, wenn da noch ein bisschen mehr Power ist. Ja. Ich habe vorhin gesagt, die Prozente, die er hat, die reichen. Sagen wir mal, wenn er vielleicht doch vielleicht 52% hätte, dann würde er die Tendenz auf zur 1 auf jeden Fall bekommen, noch mehr. Aber so eine 2 plus und das ist eine super Note und Artback Anno. Also kann man machen, ist ein geiles Teil. Mir schmeckt er sehr gut. Ja. Alrighty then. Schreibt mir noch mal in die Kommentare, was ihr so von Artback bis jetzt hattet oder wie ihr allgemein zu Artback steht. Seid ihr eher die, oh Gott, nein, lass mich bloß mit Artback in Frieden, die mit ihrem ganzen Marketing-Scheiß, da mache ich nicht mit. Oder okay, ab und zu hole ich mir doch mal ein Artback oder ich stehe einfach auf die Core Range. Schreibt es mir mal rein, würde mich echt interessieren, wie ihr dazu steht. Ihr wisst ja, wie ich das sehe mittlerweile. Jo, gut, dann abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt, hier auf diesen Whiskey Space Button drücken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Whiskey Space. Macht's gut, bis dahin, tschüssi. Ciao, ciao.